Also besonders an unserer Idee ist einfach, dass wir eine Technologie entwickelt haben, die die Brennstoffzelle an sich attraktiver für den Massenmarkt macht. Und dafür stehen wir halt eben GOS oder GO Solutions und wir versuchen diese Technologie quasi zu skalieren und mit großen Partnern wirklich richtig ökonomisch wertvoll zu machen. Im Prinzip machen wir die Brennstoffzelle leistungsfähiger. Das heißt, wir reduzieren das Gewicht und den Output. Im Prinzip ist das, was im Moment die Brennstoffzelle nicht massenmarkttauglich macht, die geringe Leistungsdichte, und mit unserer Beschichtung der Bipolarplatten ist die Leistungsdichte viel höher. Also unser Hintergrund, speziell in Bezug auf das Unternehmen, was wir aufbauen wollen, ist besonders gefestigt einerseits durch das Team, welches einen Ingenieurhintergrund aus der LWTH hat und dem Forschungszentrum Jülich, und natürlich auch aus der Marketing- und Marktperspektive, die wir aus der WHU dazu steuern. Und ich denke, die Kernkompetenz, die wir verfügen, sind einfach die Patente, welche aus der LWTH und der Kooperation mit Jülich entstanden sind und für speziell für Prozesse und Produkte. Das heißt, wir sind einfach sehr gut in dem technischen und Intellectual Property-Bereich abgesichert. Ja, warum wir erfolgreich werden, ist einfach dadurch gegeben, oder der Punkt ist dadurch gegeben, dass wir sagen, dass unsere Patente im Prinzip das halten, was sie versprechen, dass niemand darüber hinaus halt darum herum erfinden kann, und dass wir im Prinzip zusammen mit Daimler oder anderen OEMs die Brennstoffzelle weiterentwickeln können, ohne dass uns das Produkt quasi oder die Technologie aus der Hand genommen werden kann. Ich denke, uns ging es vor allem darum, wirklich zu gucken, wie ist das Feedback. Auch wiederum hier geht es ja darum, vom Markt zu lernen, wie kommt das auch bei dem sozusagen B2C-Bereich an, was gibt es für interessante Vorschläge seitens des Publikums, und wie schaffen wir es denn, diese Idee rüberzubringen. Weil im Endeffekt müssen wir ja dieselbe Idee auch den Mittelständlern und den großen Unternehmen wie Daimler und so weiter pitchen. Also es ist ein gutes Training, aber gleichzeitig auch einfach die Erfahrung von den Mitgliedern dieser Konferenz, die uns auch geholfen haben bei den individuellen Gesprächen.